Leute, wir sind jetzt gerade bei Varenje Katjuscha. Alles klar. Und da gibt es voll die leckeren Dumplings und ganz andere leckere Sachen. Das erste Restaurant, wo wir, das wir jetzt ansteuern, hier auf diesen leckeren Food-Block durch Kiew. Ja, der 24 Stunden offen wurde uns empfohlen von deiner Tante, ne? Ja. Die öfters hier ist. Und ja, dann lassen wir uns das jetzt mal schmecken und bestellen mal querbeet die Dumplings durch. Mal probieren. Okay, wir haben jetzt gerade bestellt. Und was hast du jetzt hier? Früchte? Kompott. Also wie Kompott. Abgestandene Früchte. Abgestandene Früchtesaft. Das ist doch keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Schmeckt geil. Ja. Schmeckt wie Punika. Ich schwöre. Schmeckt wie Punika. Probier mal. Die Russen hatten früher Punika. Die hatten vorher schon Punika. Ja? Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Also ich habe mir noch, damit es besser schmeckt, gleich mal Mojito rausgegönnt. So, während der Mr. Ananas hier schon fleißig ist. Wie süß ist das denn? Ne? In der Kochschürze ist das Besteck drin. Kommt jetzt gleich zwei? Ich habe gleich zwei. Zwei Gabeln. Zwei Gabeln, zwei Messer? Weil wir zwei bestellt haben, ich weiß nicht. Also ich teste jetzt mal an. Hier sind Onions mit drauf. Und? Geil. Oh, sind die geil. Kartoffel und Fleisch war das erste, glaube ich, was ich bestellt hatte. Ne? Kartoffeln und? Pilz. Kartoffeln und Pilz. Hm, jetzt kommt der Pilz. Also du isst quasi gerade vegan. Hm. Kann man auf jeden Fall an alle Veganer, könnt ihr euch auf jeden Fall mal machen. Wo ich denke, im Teig könnte Ei drin sein. Ja, stimmt. Wenn, dann ist es vegetarisch, aber nicht vegan. So. Macht euch halt nur die Füllung. Jetzt habe ich hier noch die Chicken und... Auch Mushrooms. Chicken und auch Mushrooms. Richtig gut, richtig gut. Hammergeil. Leute, also für den Dumplings Freunds würde ich mal sagen, die kriegen von mir, die waren echt okay. Die Variation habe ich so noch nicht gegessen. Deswegen 4 von 5 Dumplings. Ich hätte sogar 4 plus gegeben. Fügen sich hier einfach ein Plus ein. Und die Süßen habe ich jetzt probiert. Warte, warte. Ich hätte die auf eine 5 geschätzt. Du hättest die auf eine 5 geschätzt. Ich habe auch gehört, die sollen eine 5 sein. Hier, Vanillesoße. Das war keine Vanillesoße, das war gerade so gedünkelt. Okay, jetzt hast du Vanillesoße. Komm, probier. Okay, jetzt hier mit Vanillesoße. Die kommt von mir persönlich jetzt immer 3 minus. Ich habe mit Kirsche bei meiner Oma probiert, die waren viel besser. Okay. Ich kenne die. Das haben wir irgendwie schon mal zu Hause gemacht, so ähnlich. Ja. Aber auch bei mir hier eher so, ja, 3. 3, na, 2. Weil ich jetzt habe ich eine 3 minus. So. Es ist ja noch ein 3, aber so ganz knappe. Ja, sagen wir eine 3 Dumplings. 3 süße Dumplings dafür. Wir haben jetzt uns so viel versprochen davon, aber es schmeckt immer noch geil. Aber also es ist gut, aber halt nicht ja so, wie man sich gehofft hätte. Jetzt habe ich es direkt noch versenkt. Aber wir bekommen jetzt noch ein Dessert dazu. Irgendwann so, wenn wir damit fertig sind, wahrscheinlich. Leute. Leute. Mr. Ananas hat es hier voll übertrieben. Der hat so einen richtig geilen Kuchen. Ich blende ihn mal kurz ein hier. Und da hat er dann noch diese Vanillesoße drüber. Eis ist dabei. Eis, noch Vanilleeis? Gib dir den mal. Also der Kuchen hätte von mir so eine 4 plus. Also noch, es wäre noch nicht ganz 4 so plus? Drin. Das wäre nicht ganz wow, so gut, okay. Aber durch die Vanilleeis, weil ich ja gesagt habe, ich verspreche dem Kuchen einen Pluspunkt, kriegt er die 5 dadurch, weil okay. Vanilleeis noch dabei ist. Also 5 von 5 Kuchenstücke. Hat der einen speziellen Namen, der Kuchen oder so? Napoleon. Napoleon-Kuchen. 5 von 5 Napoleons. Und ich habe hier, Leute, ich habe hier auch noch was. Ein Eclair, ich blende das mal kurz ein. Warte. Probier erstmal den Kuchen. Glaub mir. Okay, Leute. Ich probiere jetzt auch mal diesen Kuchen. Boah, das ist geil. Seht ihr, also ganz zu 5 hat es nicht gereicht. An nur Kuchen, aber mit dem Eis hat es. Das ist ja gut. Mit dem Eis zusammen 5. Leute, schaut euch dieses Eclair an. Innen die Füllung. Das hat mich schon angedacht, wo ich reingekommen bin. Jetzt bin ich gespannt auf deinen Schokopenis, den du so unten begehrt hast. Ist geil. Krieg 4 von 5 schwarzen Penissen. Von mir.
Leute, ich sag's euch, meine Träume sind wahr geworden. Hier gibt es einen Ramen-Burger, der beinhaltet... Alter, ist das geil. Ein Burger zwischen Ramen-Nudeln, die gebraten sind. Boah, der Käse, Alter, der Cheesy, ist das geil. Und Rucola noch drauf. Alter, das schmeckt nach allem. Nur nicht mehr natürlich, aber mega geil. Noch mit dabei sind nochmal gebratene Nudeln aus der Box, wie man es kennt. Und eine Cola. Das Ganze für 4 Euro. Richtig hart. Da gibt es von mir 4 von 5 Ramen-Nudeln. So, jetzt probiere ich mal die Nudeln. Okay, die gehen klar, schmecken normal. Ich würde sagen, das Gesamtpaket bekommt von mir trotzdem nur 3 von 5 möglichen Ramen-Nudeln. Leute, wisst ihr, was wir uns gerade voll gönnen? Marshmallow. Wir sind richtige Männer, anstatt Kaffee holen wir uns heiße Schokolade mit Marshmallows drauf. Oh, voll geil. Leute, wir sind jetzt in einem richtig geil gehobenen Sushi-Laden. Es ist zwar, glaube ich, trotzdem eine Kette, so wie es ausschaut, würde ich mal pauschal sagen. Wahrscheinlich, wenn sie 24 Tipp Stunden haben. Tipp ich mal. 24 Stunden haben die offen. Ich hoffe, der Fisch ist frisch, aber so wie ich gesehen habe, ist hier gleich der Fischmarkt in der Nähe. Also von dem her, das sollte immer relativ frisch sein. Wir haben uns jetzt mal ganz große Portionen bestellt an Sushi und eine Miso-Suppe. Leute, also jetzt gönne ich mir mal diese Limonade. Fuck, ist die süß. Boah, ist da viel Zucker unten drin. Schmeckt halt einfach mal wie ein richtig geiler Mojito. Nur ist er halt nur eine reine Limonade. Also Mojito ohne Alkohol schmeckt halt einfach auch richtig geil. Achtung, Miso-Suppe. Auf jeden Fall klassischer Geschmack. Richtig gut, wie in Europa.